Craftsman gelandet, in der Nähe vom Chabichak Market. Und ich war hier schon einmal. Ja. Very nice location. Sehr schön, sehr modern. Ich war vor ungefähr anderthalb Jahren mal hier. Außenbereich ist sehr schön. You want to know the house I know you want to make Oh, okay. Mark, it's okay. In Thailand. Dann gehen wir mal zum Gao. Gao, mit Shanghai, da war. Da war bei Shanghai. Yeah. I said to you. But the guy said to me they just open from swimming today and massage. Yeah. Before it's closed. Yeah. Uh-huh. Okay. ถ้าจะใช้ในการโปรตองสปาได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับอยู่บนเมฆก็สาดเลยประมาณ so so gehen wir mal rein. Das war ein ganz preiswertes Zimmer. Das liegt bei 650 Thai Baht. Hat angeblich nur 22 Quadratmeter. Aber schaut selber. Also macht echt was her. Ne? Das ist aber das so eine Abteilung mit Dusche, Jalousie, schönes großes Doppelbett. Ja, genau. Machen wir mal auf hier. You can, maybe you can open here. Ja, ja. Wow. Ja. Nee. Nee, darling, is only 650 Thai Baht. It's 19 Euro. 18 Euro. Also 18 Euro. Ja, before was more expensive, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann, es ist wirklich sehr schick. Laminat ist zwar nicht so mein Ding, aber... Ja, ja. Double price. 1300. Großer Flachbildfernseher. Hier haben wir natürlich wieder Wasserkocher, Wasser. Das Übliche. Da noch ein paar kleine Snacks, Nuts, natürlich muss man das bezahlen, das ist klar. Kühlschrank, ist ein bisschen was da. Schau an. Coke, Sprite und genau. Ja, Help Mama. Mhm. Genau. Hier in dem Bereich ist ein Waschbecken. Da. Ah, übrigens, hier. Neue Mütze. Kosana, ein bisschen Werbung muss sein. Ja. Für Hunde ist das safe. Da haben wir dann auch die Towels. Hier ist das Panel für die Aircon. Ja, nee. Hier ist only open for the shower. Ne? Wait. Hier. Und da kann man mit der Jalousie quasi raus. Die kann man von außen dann verstellen. Verdunkeln, dass man nichts sieht. Also wirklich, schaut euch das an. Ne? Also kein einziger Fingerabdruck drauf. Wirklich toll. So,
So, jetzt gehen wir in einen anderen Bereich. Da schließt man einfach die Tür hier. Schiebetür. Bam. Und dann ist ja quasi die Toilette. Hier, Honey, Menü open. And close the shower. Hier der Hongnam. Toilette. Auch schön zusammengelegt. Liebevoll gemacht. Auch wieder also für die Preisklasse. Ich sage es immer für die Preisklasse, Leute. Ja, für die Preisklasse von 18 Euro ist es also wirklich ein Schnäpple. So, hier sind die Schalter, immer an der Seite vom Bett. Da noch ein Tücher, auch schön zusammengelegt. Ja, so ist dann quasi der Überblick. So sieht es dann aus. Gut, das war es schon mal einfach vom Zimmer beziehen. Hat sicherlich wirklich Stil das Ganze, also wirklich tipptopp gemacht. Und ich sage, es wird immer wieder dazu. Die Preisklasse von 18 Euro, natürlich ohne Frühstück, aber absolut in Ordnung. Baby Coffee. This is the Baby Coffee. Im Craftsman Hotel in Bangkok. Ja, hübsch gemacht. Auch noch hier mit einer Lounge außerhalb. So. Und hier sind die schönen Sitzgruppen. Heute ist leider etwas kühl, also ich habe da irgendwie heute kein Bedürfnis. Es ist wirklich kühl. Also nachts hat es hier auf 17 Grad abgekühlt. Für die hiesigen Verhältnisse ist das wirklich schon sehr kühl. Hier ist die Bar. Baby Bar. Gehen wir mal hier aufs Logo. Da war's Lego. Ja. So. Und so sieht die Anlage von unten aus. Hübsch! Jetzt noch eine kurz von draußen eine Ansicht. Hier geht es zum Carpark. Also ruhige Ecke,